Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Ich sehe den Blitz in uns einschlagen. Welcome to war. Was für ein Genuss. Ah! Alles ist keimig. Auf der Tour nach Estland. Hey Leute, ich bin's Fritz. Ja, es steht ein Riesenabenteuer an mit Felix und Paul da drüben. Die letzten Vorkehrungen werden gerade getroffen. Wir fahren jetzt 1500 Kilometer nach Estland. Wenn man bei Wikipedia nach dem Begriff Abenteuer sucht, findet man folgende Erklärung. Als Abenteuer wird eine risikoreiche Reise bezeichnet, die sich stark vom Alltag unterscheidet. Es geht um das Verlassen des gewohnten Umfeldes und des sozialen Netzwerkes, um etwas Wagnishaltiges zu unternehmen, das interessant, faszinierend oder auch gefährlich zu sein verspricht und bei dem der Ausgang ungewiss ist. Die Risiken eines Abenteuers sind in der Regel physische Schäden, psychische Folgen, Verluste und Schäden von Eigentum, komplett lose die Scheiße, ich raste aus, ey! Oder juristische Konsequenzen. Aber da ist auf jeden Fall eine Kamera, die direkt auf uns gerichtet ist und blinkt. Unser Plan war simpel. 1500 Kilometer mit dem Fahrrad quer durch Polen, an Kaliningrad vorbei, weiter durch Litauen und Lettland, bis wir dann final irgendwann in Tallinn, der Hauptstadt von Estland, ankommen. Es gab nur ein Problem. Der Rückflug war schon gebucht und somit war klar, das wird keine Spazierfahrt, sondern eine Zerstörungstour, bei der wir an unsere Grenzen kommen werden. Was wir auf diesem Abenteuer in 11 Tagen alles erlebt haben, seht ihr in den kommenden Videos. Wir gucken mal, ob das gut geht. Let's go. Ja, klingt im Hintergrund. Alles klar. So, Paul, du hast immer noch Wasser, das du loswerden willst? Geschmackstechnisch ist sie bestimmt egal, ne? Das hat auch noch Geschmack, oder wie? Ja, aber halt Gammel. Der Sack hat einen leicht eigenen Geschmack. Oh, scheiße, ey. Aber komm. Eieiei, oh. Ist das dein Ernst gerade? Jetzt ist der Finger weg. Aber eine gute Idee ist es. Creme ihn ein, wirklich. Ja. So, Freunde, wir sind raus aus Berlin. Die ersten 20 Kilometer sind auf der Uhr. Hatten sehr viele rote Ampeln, aber jetzt herrliche Felder. Schöne frische Luft. Wir wollen heute, wenn es klappt, noch bis nach Polen kommen. Zur Grenze sind ungefähr 100 Kilometer. 14 Uhr sind wir gestartet. Freunde, wieder kurze Pause. Wir sind an einer Tankstelle, denn wir haben Sonntag und sind natürlich minimalistisch unterwegs. Das heißt, wieder Wasser auffüllen und vielleicht nochmal eine kleine Bocki oder einen Snack nehmen. Noch ein kleines Tech-Pouch draufgesetzt. Da habe ich auch für schnellen Zugriff mein Portemonnaie drin. Alter. Wir haben hier jetzt 62 Kilometer auf der Uhr. Kurze Pause hier. In der Bushaltestelle ein bisschen was trinken. Was ihr jetzt noch nicht wisst, ist, ich habe letzte Nacht 3,5 Stunden geschlafen, weil ich im Angelcamp war. Ey Fritz, ja? Schön, dass du da bist. Gerne, gerne. Meinecke, bring ins Wasser, hol dir den Fisch. Jawohl. Hat Feuer gemacht. Krass, drüben auf der anderen Straßenseite regnet es einfach. Jetzt kommt's zu uns. Tada! Da ist er. Da ist er. Da ist das Ding. Hier, Polizei am Start. Wir fahren gerade nach Polen rein. Und 100 Kilometer auf dem Tacho. Der erste Hunni ist voll. Noch 1400. Ein Kilometer noch, dann sind wir in Polen. Freunde, sieht einfach alles aus
wie Lost Places da drüben, irgendwelche Industriebrücken, hier irgendwelche, weiß ich nicht, alte Kasernengebäude oder so. Jetzt beginnt das Abenteuer hier. Welcome to... Oh. Junge. Diese Stimmung hier. Alter, es ist, Leute, wir fahren einfach seit anderthalb Stunden nur durch so Gewitter, Regen. Alles ist nass, es ist kalt, es ist dunkel. Und Mücken. Überall Mücken. Wer konnte damit rechnen? Am Wasser auch noch Mücken. Das ist nicht normal, Alter. Freunde, ihr glaubt nicht, was hier... Oh, Alter. Ich glaube nicht, was hier passiert. Angriff der Killermücken, echt. Die große Frage ist, interessiert die polnischen Mücken so ein Mückenspray überhaupt? Das Ding ist, Leute, oh warte, hier ist wieder alles voll. Tourabbruch wegen Mücken. Und es fängt gerade schon mehr an zu regnen. Was mache ich hier, Alter? Gute Laune! Leute, das war's komplett. Das kann man nicht verstehen hier. Was hier los ist. Es ist einfach, es schüttet sie auf Eimern. Mich schüttelt's und rüttelt's. Freunde, wir sind hier irgendwie gerade in so einem Hostel, keine Ahnung was, gelandet. Wir sind komplett durch. Wir sind trotzdem Mücken. Alter, es ist ja alles. Ey, keine Ahnung, Alter. Ich melde mich später. Ich schaff's gleich raus, Junge. Es langt. Alter. Das war eine Hornisse. Alter, das hat echt richtig weh gerade. Vielleicht war es eine Kreuzotter. Das ist eigentlich eine Natterfahrt hier. Da ist mein Fahrrad. Ich habe hier ganz improvisiert meine Hängematte auf dem Boden aufgebaut, um Moskitoschutz zu haben. Paul kämpft da hinten immer noch mit seinem Zelt. Ich kämpfe. Ja. Wie gesagt, wir sind hier irgendwie bei so einem Hostel gelandet, aber die haben anscheinend keine Zimmer mehr frei. Keine Ahnung warum, wieso, weshalb. Horror. Freunde, ich habe sowas noch nie erlebt. Nee. Es ist nicht normal, wie viele Mücken hier unterwegs sind. Es ist alles voll. Alles voll. Zack, zack. Seht ihr das? Oh, jetzt seht ihr das. Seht ihr das? Und die setzen sich alle in Sekunden auf einen drauf. Fahrrad ist gepackt. Da hinten haben wir übernachtet. Jetzt seht ihr das Ganze immer bei Helligkeit. Hier steht halt einfach irgendwie so eine Gulaschkanone rum oder so. Da haben wir unser Schlafplatz. Da habe ich geschlafen mit der Hängematte. Hier war der Pool. Der war arschkalt, da waren wir nur ganz kurz drin. Und danach waren wir hier luxusmäßig duschen. Guckt euch das mal an hier. Das sind unsere Duschen gewesen. Sehr, sehr primitiv und einfach. Ja, einfach so eine komische LKW-Planung hier vorne gehangen. Aber tatsächlich das Highlight des Tages. War echt geil. Keep it simple, Freunde. Ich finde es auch eine sehr, sehr gute Beschilderung hier, ne? Da weiß man halt dann auch Bescheid. Es ist alles so ein bisschen klamm. Felix hat ja auch gepackt. Wir fahren jetzt einfach erstmal los. Es sind immer noch Mücken da. Nicht mehr ganz so viel wie gestern Nacht. Hier hinten drauf noch schön die Radlose von gestern. Klitschnass. Meine Socken komplett durch. Jetzt hier noch kleines, schnelles Frühstück. Und natürlich nur genießbar mit dem allerechten Milchbart, frisch geschüttelt. Wer das Ganze mal austesten will, ist jetzt hier eine neue Geschmacksart am Start. Mango Lassi. Einfach mal den Link in der Videobeschreibung abchecken und natürlich meinen Rabattcode 10FRITZ nutzen. Tag 2 beginnt. Ich sag's euch ganz ehrlich, mein größtes Bedenken bisher sind tatsächlich die 150 Kilometer am Tag. Das ist schon ein ganz schönes Brett. Und wenn man zwischendrin auch ein paar Essenspausen macht, heißt das eigentlich von frühs bis abends durchknallen und ballern. Schlafen, aufstehen und wieder. Freunde, da vorne ist die Autobahn. Ich glaube, wir sind falsch. Also ich denke, wir haben safe überfahren auf dieser Tour. Weg zu Ende. Und hier steht die Luft gerade wieder richtig. Und ich sag's euch, heute Abend klassisch Gewitter mit Regen und Mücken. Ja. Die Tour hat jetzt einen Namen bekommen. Ja? Mit Mock auf dem Bock. Jawohl. Mock ist übrigens sowas für die, die es nicht wissen. Alles klar. Sowas wie Keim, Dreck, eklig, schmierig, pattig. Schmand. Schmandig. Schmand, was ja. Wir sind gerade hier an so einem
Supermarkt und das ist meine Ausbeute. Hier so ein kleines Pizzabrötchen oder sowas, Vanillejoghurt, neues Wasser. Freunde, wir sind schon in einem Mockzustand, ihr macht euch keine Begriffe. Ja? Wir haben gestern geduscht, eine Stunde lang unterwegs und alles klebt, alles ist keimig. Aber wir ballern durch. Geil, ohne Dusche, 10 Tage straight, go, ab jetzt. Wer duscht, verliert. Irgendwer packt sich gleich. Freunde, ich habe gerade mal meine Radhose von gestern hier geguckt, ob die trocken ist. Und ich wollte mal testen. Ich muss sagen, an der einen speziellen Stelle riecht die wirklich ein bisschen nach Arsch. Mmh. Nach gasigem Arsch. Ist auch ein brauner Fleck oder? Nee, das nicht. Ein roter. Aber ich sag mal so, die zieh ich morgen wieder an. Ein roter Fleck. Oh, Scheiße, ey. Freunde, Gewitter, ich rast aus. Polen mag uns. Oh, nein, nein, nein. Nicht nochmal. Scheiße. Nee, ich kann's nicht raus, das ist zu weit drin. Es wird gleich alles wieder nass sein. Lass uns testen. Oh mein Gott. Es ist egal, wir werden eh klitschnass. Ob wir hier stehen im Wald. Und es geht schon wieder los. Ein Gewitter über uns. Digga, was hier runterkommt! Alter, das geht ja gar nicht. Freunde, innerhalb von Sekunden komplettes Gewitter. Es ist schon wieder alles durch. Ich bin komplett durch. Und es regnet seit einer Minute. So. Ich sehe den Blitz in uns einschlagen. Oh. Hey. Ja, das ist so viel Pech haben. Go, 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 go. Freunde, denkt immer dran, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Wir sind klitschnass, es ist arschkalt durch den Wind, aber wir ziehen durch, es geht weiter. Hier ist mittlerweile ein rauschender Bach, in dem wir fahren. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, irgendwie ist es auch geil. Ich habe hier meine Navigation und durch den Regen verstellt sich das hier ständig. Irgendwie gehen hier irgendwelche Waypoints an. Jetzt bin ich wieder drin, Freunde. Wie gesagt, knapp vor 60 Kilometern hier und wir haben noch nicht mal die Hälfte. Ein lauer Sommerregen, meine Freunde. Live auf der Tour nach Estland. Die meisten Leute kacken jetzt ab, aber jetzt werden wir warm. Das ist unser Gefilde hier. Das ist unser Wetter. Da fühlen wir uns zu Hause. Ist das geil oder was? Durchziehen! Aber es ist geil, oder? Irgendwie ist es doch geil! Leben am Limit hier! Als ob uns das bisschen Regen hier juckt! Und durch den Fluss! Hier sind überall schon riesen Pfützen, hier sind Bäche! Keine Ahnung, Alter! Wie bei einer Eisschmelze. Es donnert über uns. Es blitzt. Achtung! Pizza! Oh, Alter! 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 Digga, die Pfützen hier. No joke. Ich bin... Alter, was geht ab hier? Digga, meine komplette Kette, mein komplettes Lager ist in der Pfütze. Meine Scheibenbremse ist alles voll mit Sand gerade. Ich war bis zum Knöchel im Wasser. Hier gelten andere Regeln in Polen. Alter! Digga! Was sind wir hier?
Nach 100 Metern Asphalt geht's wieder weiter mit Kopfsteinpflaster! Wuhu! Also wir haben echt Probleme und driften hier manchmal wirklich förmlich davon. Und das, was ihr gerade seht vor uns, das ist kein Feldweg. Das ist eine offizielle Straße von Dorf zu Dorf. Wir sind wieder bei einem Supermarkt. Ich habe für 32 Slotties eingekauft. Wieder ein paar Riegel, bisschen Kekse, kleinen Schokodrink, Bananen, irgendwas Baguette-mäßiges und neues Wasser. Leute, wir sind in der Landstraße, ist ein bisschen laut. Viele fragen, aber wie läuft das auf so einer Tour, wenn du mal auf Klo musst? Die gute alte Waldtoilette, ein bisschen feuchtes Klopapier. Ich sag mal so, die 14 Eier sind draußen und ich 10 Kilo leichter. Jetzt können wir da richtig in die Pedale treten. Und da im Hintergrund wird sich wieder das gute alte Anusli eingecremt. Guckt euch das an. Oh, was für ein Genuss. Oh, oh. Kilometer geknackt, somit Tagesziel erreicht. Jetzt brauchen wir aber noch ein paar Kilometer bis zum Übernachtungsspot. Also nochmal Arschbacken zusammenkneifen und durchknallen. Boah, das riecht richtig schön nach LP. Geil, hab ich voll Bock drauf. Geil, das wird richtig schön abgerannt. Ich will Schimmel in jeder Ecke da haben. Geil. Wir haben leichte Verständigungsprobleme hier. Denn hier wird leider kein Englisch gesprochen, so gar nicht. Nee, läuft. Willkommen in unserer Unterkunft. Wir sind gerade dabei nach gefühlten 12 Stunden. Nee, wie spät ist es gerade? Es ist 23 Uhr, oder? Ungefähr. Wir sind um 9 Uhr los. Das heißt, seit 14 Stunden waren wir jetzt in diesen Schuhen. Ich habe gerade daran gerochen, Leute, es stinkt so ekelhaft. Bei Paul riecht's nach Pilz. Es riecht nach Champignon. Abgrundtief eklig. Und jetzt kommt das Highlight, meine Damen und Herren. Scharf. Das riecht ein bisschen scharf. Schärfe der Heidschnucke. Es ist so ekelhaft. Boah, das brennt in der Nase. Oh, wirklich, jetzt will mal jemand? Nein. Aber wirklich, ihr kriegt Bock auf Pilzpfanne. Ekelhaft. Das war jetzt der erste Teil unseres Radreiseabenteuers, 1500 Kilometer nach Estland. Es wird noch so viel mehr passieren in den nächsten Folgen. Von daher auf jeden Fall Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.